Sie kennen bestimmt Facebook, benutzen Facebook für Ihre private Kommunikation, benutzen Facebook vielleicht auch im beruflichen Kontext, um Anzeigen zu schalten. Seit einigen Tagen gibt es was ganz Neues, Facebook Workplace. Mein Name ist Michael Bernecker, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und ich stelle Ihnen heute mal dieses neue Tool von Facebook vor, nämlich Facebook Workplace. Ja, Social Media. In aller Munde, es gibt über 23 Millionen Profile in Deutschland, nahezu omnipräsent, ganz, ganz viele Menschen nutzen Facebook für ihre private Kommunikation. Wenn wir in Unternehmen hineinschauen, dann sitzt da zwar vielleicht der eine oder andere mit seinem Handy oder einem Rechner und schaut sich Facebook an, aber häufig aus privaten Gründen. Wie sieht es eigentlich mit der Kommunikation in Ihrem Unternehmen aus? In vielen Unternehmen gibt es einfach das Problem, dass Kommunikationen nur innerhalb von Abteilungen, von kleinen Teams ablaufen, aber abteilungs- und teamübergreifend die Kommunikation häufig stockt. Viele Unternehmen haben irgendwann angefangen, ein Intranet aufzubauen. Sie haben es vielleicht auch, sieht ein bisschen langweilig aus, von der IT-Abteilung konzipiert und irgendwie sowas total Praktisches, ja, wo da irgendwelche Dokumente sind zum Runterladen, irgendwas zum Anschauen. Ja, Facebook hat da jetzt eine Neuigkeit. Facebook bietet mittlerweile für Unternehmen Facebook Workplace an. Das heißt also ein Social-Media-Netzwerk innerhalb eines Unternehmens. Das heißt, funktioniert ganz einfach, ein Unternehmen registriert sich dort, ist tatsächlich auch ein Geschäftsmodell für Facebook. Das heißt, sie kaufen sich dort einen Unternehmensaccount und dann kann sich jeder Mitarbeiter dort registrieren. Sie registrieren sich nicht mit Ihrem privaten Account, sondern Sie registrieren sich mit Ihrer beruflichen E-Mail-Adresse. Das heißt, da haben Sie eine deutliche Trennung zwischen beruflicher Kommunikation und privater Kommunikation. Dieses Intranet, wenn Sie so wollen, oder Social Media Network fürs Unternehmen, ist auch abgetrennt von Facebook. Das heißt, alles das, was da abläuft, läuft nur innerhalb der Personen ab, die in diesem Unternehmen sich dort hineinregistriert haben. Das kostet was, im Gegensatz zum normalen Facebook, was kostenfrei ist. Unternehmen unter 1000 Mitarbeiter zahlen 3 € pro User Monat, haben dafür aber die Gewähr, dass dort keine Werbung geschaltet wird, dass Datenschutz eingehalten wird und dass die Kommunikation tatsächlich im Unternehmen bleibt. Was können Sie dort machen? Sie können dort Gruppen einrichten, also über Facebook auch. Innerhalb einer Arbeitsgruppe oder einer Projektgruppe oder einer Abteilungsgruppe kann dann innerhalb dieser Gruppe kommuniziert werden. Sie können Gruppen einrichten, wo Sie Standardinformationen ablegen. Das heißt also zum Beispiel eine Gruppe für alle neuen Mitarbeiter. Und da sind dann die wichtigsten Informationen angesiedelt, dass dieser neue Mitarbeiter sich einen schnellen Überblick darüber verschaffen kann, was neu ist. Sie können sich untereinander austauschen, Sie können Kommunikation miteinander betreiben und haben damit die klassischen kollaborativen Tools zusammengeführt. Das heißt, Sie können in einer Plattform gemeinsam zusammenarbeiten. Vorteil ist, wer sich mit Facebook auskennt, kommt da auch sofort mit zurecht. Ja, ist also eine Plattform, die gelernt ist. Die Kommunikation ist gelernt, die Anwendung ist gelernt. Sie können das auf dem Handy nutzen, es gibt eine extra Workplace-App. Sie können es aber auch auf dem stationären Gerät nutzen, das heißt an Ihrem normalen Arbeits-PC und haben damit die Möglichkeit, Kommunikation untereinander sinnvoll aufzuführen. Was interessant ist, dass Facebook dort in einen völlig neuen Markt hineingeht. Es gibt andere Applikationen, andere Lösungen schon in den Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass Facebook es gerade in Deutschland erstmal ein bisschen schwieriger haben wird. Das ganze Thema Datenschutz, vertraue ich diesem amerikanischen Konzern, all diese Dinge. Aber es gibt halt eben einen elementaren Vorteil. Wir können jetzt schon mit Facebook umgehen und wir müssen nicht mehr großartig dazulernen. Ja, einfache Einführung, ist eine Cloud-Lösung, ist kostengünstig. Also hat ein paar wichtig gute Argumente auf seiner Seite. Von daher werden wir das öfters jetzt hören. Facebook Workplace. Ich würde mich freuen, wenn Sie auf unserer Seite mal umschauen würden. Wir haben viele Informationen rund um solche Tools, wo man miteinander zusammenarbeiten kann. Weil das ist genau das Thema, was im Marketingvertrieb immer wichtig ist. Austausch und Kommunikation untereinander. Mein Name ist Michael Bernecke, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und Sie finden uns natürlich auch bei Facebook. Dankeschön. Ja, hier ist der Dash-Button. Ne? So ein kleines Ding, ne? Kann man so einen Rahmen kann man abmachen, so groß, ne? Kommt für 4,95 € per Bestellung relativ schnell zu uns. Amazon hat letztes Jahr diesen Dash-Button in Amerika eingeführt und es gibt mittlerweile 160 verschiedene Versionen davon. Ja, also hier, ich habe die Kleenex-Version bekommen, ja, weil eine